Academy Smart Miley ist nun keine Nummer mehr und somit herzlich willkommen zu unserem nächsten Update-Video. Das war ein ganz toller Moment, aber fangen wir erstmal von vorne an. Nach unserem letzten Foto-Update hatten wir eine ziemlich herausfordernde Woche. Führen war nach dem letzten Mal nicht mehr so wirklich möglich, ich habe die Longe nicht mehr ranbekommen und sie hatte generell eine sehr negative Einstellung zu mir und wollte lieber, dass ich nicht da bin. Ich habe mich also dazu entschlossen, einen kurzen Strick wieder ranzumachen, sodass ich üben kann, den Strick zu nehmen, ohne dass sie in Panik verfällt oder einen direkten Druck verspürt. Am Anfang fiel ihr das schwer, wurde aber mit jeder Wiederholung besser und besser und sie konnte die Lernerfahrung sammeln, dass ihr nichts passiert, wenn ich den Strick nehme. Wir haben dann auch langsam angefangen, ein wenig an der Drucknachgiebigkeit zu üben. Dann konnten wir ins richtige Führtraining mit Longe einsteigen und üben, durch engere Türen zu gehen. Das hat sie großartig gemacht und so langsam habe ich schon gemerkt, wie sie auftaut. Als nächstes haben wir geübt, ihren Bereich zu verlassen, was für sie sehr schwierig war. Ich habe hier probiert, ihr immer den Raum zu geben, den sie hat, und ihr aber auch die Sicherheit zu geben, indem ich immer zu ihr gekommen bin und genau. Ja, man sieht aber auch hier, dass es beim zweiten Mal schon viel besser war als beim ersten Mal und sie also schon viel entspannter da durchgegangen ist. Ich habe sie dann über den Stick an Berührungen an der Schulter gewöhnt und konnte das relativ schnell dann auch mit meiner Hand umsetzen. Das hat gefühlt auch unseren Durchbruch gebracht und seitdem habe ich den Eindruck, dass sie mir mehr und mehr vertraut und sogar von sich aus den Kontakt sucht. Unser erstes Live-Training stand auch an, das hat sie mit Bravour gemeistert und wir konnten ganz toll reale Trainingseinblicke geben. Um so schnell wie möglich ihre Rufe bearbeiten zu können, habe ich auch da sie an Berührungen erst mit dem Stick und dann noch mit meiner Hand gewöhnt und etabliere da inzwischen schon die Krauleinheiten als Lob. Nach vielen Wiederholungen konnte ich nun schon ihre Rufe anheben, was jetzt auch der aktuelle Stand ist. Wie man an den Zöpfen erkennen kann, haben wir auch schon mit dem Putzen begonnen und konnten sogar schon die Mähne entknoten. Es ist total schön zu sehen, wie sie anfängt mir zu vertrauen und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so eine richtig schöne Basis haben. Ja, dann stand schon das Highlight der Woche an. Wir haben einen kleinen Ausflug außerhalb ihres Bereichs gemacht. Alles jedoch natürlich noch abgegrenzt und sicher, da sie fürs freie Führen außerhalb noch nicht sicher genug ist. Ja, wie ihr sehen könnt, liegen herausfordernde Tage hinter uns. Aber jetzt machen wir ganz viele tolle Schritte in die richtige Richtung. Und ich freue mich auf das, was noch kommt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns in Aachen. Ciao!